Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Ach, die grüne Woche in Berlin, lecker, lecker. Die größte Verbrauchermesse der Welt. Alles ist so grün hier. Trotz Dioxin bleibt niemandem das Brötchen mit dem Eiersalat im Halse stecken. Ein Ei glänzt hier wie das andere. Die Sinne der Besucher sind betäubt von den vielen appetitlichen Gerüchen. Überall drängen sich schmatzende Massen durch die Hallen oder belagern die Stände. Auch ich kann dem nicht länger widerstehen und greife zu. Ein Öko-Büffel-Mozzarella-Vollkornbrötchen. Das Ganze noch dazu mit Winter-Bio-Tomate und Bio-Basilikum belegt. Oh nein, bei meinem ersten Biss in das nobelteure Stück fällt mir eine Scheibe von der Tomate auf den Boden. Ich bücke mich danach und als ich mich mit der ultraroten Tomatenscheibe in der Hand wieder erhebe, wird mir doch glatt grün vor Augen. Dann blendet mich ein greller Schein und ich erstarre für einen Augenblick. Ich fasse es nicht. Da steht er vor mir, die Lichtgestalt der deutschen Landwirtschaft und der Verbraucher. Gerd Sonnenleitner. In seinem Schatten Ilse Aigner und ein Tross Agrar- und Umweltminister aus aller Herren und Bundesländer. Das war zu viel auf einmal für mich. Die ganze Lobby der Lebensmittelindustrie auf einem Haufen. Bei diesem Anblick vergeht mir der Appetit schlagartig. Mir schließen die Bekundungen durch den Kopf, die der eine oder die andere von denen in den letzten Tagen so von sich gegeben hat. Sie gelobten bessere Kontrollen und das in einem System, was dank ihrer Politik schon lange außer Kontrolle geraten ist. Für die Milch gibt das schon lange keinen fairen Preis mehr. Die Überproduktion sichert der Lebensmittelindustrie niedrigste Einkaufspreise und hohe Gewinne. Komisch, dass der Markt zusammenbricht, wo gerade die Kühlhäuser leer sind. Aber natürlich ist daran das Dioxin schuld und die drei Panscher und nicht die Agrarpolitik. Ein Landwirt bekommt derzeit 90 Euro für ein Schwein. Um das groß zu ziehen, braucht er allerdings um die 130 Euro. Bei diesem Gedanken wird es mir schwindelig im Kopf und ich suche nach Halt. Als ich kurze Zeit später wieder zu mir komme, sehe ich die Minister zusammen mit der Lichtgestalt in Richtung der nächsten Halle entschwinden. Ein Herr aus diesem Tross, der nach seinem Aussehen nach asiatischer Herkunft scheint, greift sich im Vorbeigehen das Büffel-Mozzarella-Brötchen von meinem Teller, was mir die Sprache verschlägt. Bis heute grübel ich, wen ich da gesehen habe. War es der Gesundheitsminister oder der koreanische oder japanische Landwirtschaftsminister? Egal. Für mich gehört die ganze Bande eh abgesetzt und eingesperrt. Aber auf mich hört ja keiner. Bis zur nächsten Woche verbleibe ich euer Franz 10 Bier. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer. Für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Mit freundlicher Unterstützung der Agentur für Pressekommunikation in Uchte.